In diesem Video. Geht die Anzeige aus? Gibt's nasse Füße? Wird es echt krass? Und finde ich Feuer? Hey Siri, Wecker auf 18.15 Uhr stellen, bitte. Dein Wecker für 18.15 Uhr ist an. Dankeschön. Hallo zusammen, guten Morgen. Tür festhalten, immer noch starker Wind. Hier ist Kai von Travel Camping Living. Seht ihr mich? Gar nicht so einfach heute, ne? Es ist ziemlich grau, keine Sonne, immer noch dieser fiese kalte Wind. Und ich glaube, wir haben es gesehen hier oben, wir machen uns vom Acker. Und zwar mit der Hoffnung, dass wir das schlechte Wetter hinter uns lassen und irgendwie in sonnigere Gefilde finden. Denn hier sieht es bald tatsächlich so aus, als würde es regnen. Und in der Nordseite regnet es auch. Kalte 5 Grad und Wind, das fühlt sich an wie übelster Winter. Boah, Alter, ist das ein Wetter. Kopf. Und wir fahren jetzt noch ein Stück die N9, biegen dann nach 20 Kilometern rechts ab, müssen noch tanken, vielleicht finden wir noch eine Bank. Und wir enden heute an einem kleinen See, abseits, sehr abseits, hoffe ich. Gepennt habe ich hier, naja, mittelprächtig, der Wind war echt übel, hat uns immer wieder geschüttelt. Aber ansonsten war es ruhig, also konnte man gut stehen. Ab 12 Uhr kamen auch kaum noch Trucks vorbei und nachts habe ich es auch nicht mehr gehört. Also Zwischenstopp auf 2260 Meter, ziemlich cool. Hier sind sie noch ein bisschen am Bauen und es geht auch noch weiter berghoch leicht. Und ganz fertig sind sie noch nicht. Hier fahren wir jetzt doch nochmal die alte Strecke. Geradeaus haben sie schon freigebuddelt für die neue. Was gibt es eigentlich zu diesem Pass Schlaues zu sagen? Der Pass heißt ja Tizi-Tichka, wird vielleicht anders ausgesprochen, aber so wird es geschrieben. Das stammt auch nicht aus dem Französischen, sondern aus der Berbersprache. Tizi bedeutet Bergweite und Tichka gefährlich. Also gefährliche Bergweide. Kann man so stehen lassen, wenn man gestern den Pass gesehen hat und die vielen Kurven und Abhänge. Der Pass selber bildet den höchsten Punkt der Verbindungsstraße N9 zwischen Marrakesch und Ouarzazate. Spricht man vielleicht auch anders aus. Kann sich ändern. Und die Straße ist die kürzeste Verbindung zwischen der Ebene von Marrakesch bzw. sogar den Küstenstädten Rabat, Casablanca und den weiteren Gebieten des Sahara-Vorlandes. Viel los ist hier. LKWs, Busse, Touris, alles was irgendwie drüber muss, fährt drüber. Dass man die Strecke gut fahren kann, haben wir glaube ich gesehen, ne? Und von November bis März kann es aber hier auch zu Streckensperrungen kommen aufgrund von Schneefalls. Der Verkäufer hier gestern erzählte mir, vor ein paar Jahren war mal 20 Tage der Pass geschlossen. Er konnte nicht arbeiten, weil es so viel Schnee gab. Also kommt vor, aber die letzten Jahre waren eher mau. Geschichtlich, schon die Berberstämme früherer Jahrhunderte haben hier auf den stellenweise grasbewachsenen Hängen im Sommer ihr Vieh weiden lassen. Während der französischen Kolonialherrschaft wurde der alte Handelsweg zu einer Piste ausgebaut und in den 1960er Jahren wurde die Strecke erstmals asphaltiert. Da bin ich überrascht. Ich dachte, die Straße sei schon durchgängig nagelneu. Ist sie nicht. Hier sind sie noch an der Südseite heftig am Buddeln und Bauen und Asphaltieren. Die Südrampe auf jeden Fall deutlich rumpeliger als die Nordrampe. Die konnten wir gestern hochfahren wie auf Schienen. Und hier scheppert's und wackelt's und macht's. Also der Süden etwas unterentwickelt, aber sie arbeiten dran. Das nächste und erste größere Dorf im Süden. Eigentlich müssen wir jetzt hier rechts. Fahren wir aber nicht, denn wir wollen ja noch einen Schluck tanken. Und die Tankstelle kommt irgendwo im oder nach dem Dorf, weiß ich genau. Hier ist auf jeden Fall schon wieder Riese. Party und People. Es ist Montag. Eine echte Bank habe ich nicht gesehen, aber die Tankstelle, die ist noch neu. Und billig ist sie, 1,51. Der ist ja der Wahnsinn. Wir sind wieder voll und haben auch wieder 80 Dirham. Weil wir mit Euro gezahlt haben und das Retourgeld kam in lokaler Währung.
Reich, Co-Pilot, Friedrich, läuft. Ohne zur Bank zu gehen, haben wir wieder Cash. Das ist der Wahnsinn. Jetzt fahren wir wieder zurück und dann links und nicht rechts, wie wenn wir aus der anderen Richtung gekommen wären. Und dann 64 Kilometer Pampa. Mal gucken, ob das funktioniert. Vor der Stadt streunen die Hunde und warten, dass sie abendliches Gebell machen können. Geradeaus die Berge, seht ihr das? Die Spitzen. Ich glaube nicht, dass das Kalk oder Salz ist. Das ist frisch gefallener Schnee. Junge, Junge, gerade wäre der Trip schier zu Ende gewesen. Rechtskurve von uns, kommt ein Auto entgegen, Fahrer mitten auf der Straße. Er fährt also eine Linkskurve, guckt nach rechts und schießt voll auf uns zu. Ich konnte gerade noch ausweichen, rechts in den Schotter, in den Dreck. Sonst hätte es vorne links den Killer-Einschlag gegeben. Alter Falter, hey. Seid bloß vorsichtig auf diesen abgelegenen Straßen und fahrt lieber ein bisschen mehr im Dreck als ein bisschen weniger, weil zum Teil fahren sie ja echt ein bisschen Harakiri. Das ist heute mal wieder eine Fahrt, alter Verwalter. Über rumpelige Piste, einspurig, immer mal wieder ein bisschen Gegenverkehr, fahren wir hier durch die Pampa von Dorf zu Dorf. Die Dorfdurchfahrten eng, schmal, in den Dörfern gut was los. Vor den Banken stehen sie an. Wieder andere Welt, wieder mal. Auch landschaftlich ändert sich das alle 15 Kilometer. Erst ist es irgendwie recht karg, dann plötzlich Steine ohne Ende, Felsen. Also es ist gewaltig mal wieder, was Marokko uns heute bietet, so an Landschaft und Dörfern. Das ist schon wieder, ja, großes Kino. Und das sieht man halt häufig so auf Nebenstrecken. Wir kommen hier mit irgendwas zwischen 30 und 50 voran. Es dauert natürlich alles ewig, weil man immer wieder Kurven hat, immer wieder schlechte Strecken anhalten muss, Gegenverkehr passieren lassen, wenn es ein bisschen zu eng ist. Aber ja, das entschleunigt natürlich alles und man hat einen Blick für die Landschaft. 12 Grad haben wir. Es geht immer noch ein ordentlicher Sturm und wir cruisen weiter vor uns hin. Die Region auf jeden Fall absolut landwirtschaftlich geprägt. Überall kleine Felder in unterschiedlichen Grüntönen. Manche schon angelegt, an manchen wird noch gearbeitet. Das ist eine wahre Pracht, das zu sehen. Und wenn dann mal die Sonne rauskommt, das Grün, das wirkt zum Teil so unwirklich. Ich weiß nicht, ob die hier Killerdünger verwenden oder wie das so, das ist fast schon neongrün. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann. Aber terrassenförmig angelegt zum Teil, wenn es am Hang ist. Unglaublich. Also die Strecke macht echt Laune. Kann ich nicht anders sagen. Kann man sich angucken, wenn man Zeit hat. Es braucht halt seinen Moment, ehe man durch ist. Wir sind übrigens die ganze Zeit auf plus minus 2000 Metern unterwegs. Das mal nur so am Rande noch. Und wenn man dann sieht, wie die hier leben, die haben hier keine Zentralheizung, die haben kein heißes Wasser, kein fließend Wasser vermutlich. Das einzige, was sie haben, ist Strom, denn die Strommasten stehen überall rum. Aber das ist schon eine sehr ärmliche Gegend hier wieder. Lehmhütten, wobei man auch immer mehr sieht,
dass viel und einiges gebaut wird und alles, was neu gemacht wird, ist eigentlich dann aus Hohlblockziegeln. Da gehen sie ein bisschen mit der Zeit und verlassen ihre Tradition. Ob das jetzt gut ist oder nicht, lassen wir dahingestellt. Aber in der Bauweise ändert sich was. Ich kann euch übrigens auch nicht sagen, wie diese Strecke heißt, denn auf Google hat sie keinen Namen, keine Nummernbezeichnung. Es ist einfach eine Straße, die irgendwo hinführt. Wieder mal ein Dorf mit Polizei. Wir fahren rechts. Sieht so aus, dass wir hier hoch müssen nochmal irgendwie. Und jetzt geht es für uns nochmal in ein Seitental. Ich weiß nicht, ob es hoch auch noch geht. Das ist immer schwer zu sehen. Aber hier ist immer noch Bewuchs von Mensch und Haus. In jedem Eck wohnt noch einer. Und kommt noch ein Dorf an der Hand geklatscht. Wieder mal enge Ortsdurchfahrt. Asphalt wird zu Schotter. Oh, wir haben wieder 12 Grad. Jetzt wird wärmer. Mann, oh Mann. Jetzt hier nochmal kuschelig. Das ist echt der Knaller. Rot und Blau dominieren hier. Und Braun. Und Wäsche auf Sträuchern. Das ist mal wieder echt eine geile Durchfahrt durch den Ort. Junge, Junge. Ach Gott, was haben sie da noch gebaut? Übergang. Aber wie hebt es? Dann kommt Gegenverkehr in Form eines Pferdes. Gott, wie lange geht es noch so weiter hier? Riesort. Vor allem, wie geht es weiter? Meine AT ist heute noch ein bisschen Spaß. Jetzt geht es auch noch schottrig bergauf. Heile Sakra Luft, das ist der Wahnsinn. Ja, komm, Zottel, erster Gang, weiter geht's. Dann komm ich aus dem Dorf raus und beste Straße wieder. Ja, nachdem es jetzt ein bisschen die Schlucht entlang ging, kommt jetzt die nächste Ortsdurchfahrt. Die sieht ähnlich aus wie die vorhin. Oder noch ein Stück übler. Oh Gott, guckt euch die Häuser da am Hang an. Zum Glück regnet es hier nie. Das ist echt abenteuerlich gebaut zum Teil. Und häufig ohne Dach. Ach du Scheiße, was steht denn da hinten noch? Der Riesebus. Oh fuck. Wie kommt denn der hier hin? Vor allem, wie dreht der hier? Ah, und da sind Bodenwellen hier, ne? Eier, bricht der Schiert Axt. Und dann so ein Riesebus. Ja, flippsche aus. Weiter geht das lustige Dorf durchfahrten, durchfahren. Lehmhäuser, oh fuck, Gegenverkehr. Wir kommen da gut durch, aber bis doch ein Stück breiter wird eng. Müssen sie hier abräumen. Oh Mann, Co-Pilot, wo jagst du uns heute wieder hin? Das ist schon unfassbar. Dann noch wieder Flusswasser für Zottel. Oh. Der Knaller. Da unten wird gewaschen. Und aufgehängt und getrocknet. Und wir müssen jetzt da den Berg hoch. Stellen wir Traktion Plus an, nur so zum Spaß. Und es wird immer enger. Und wenn Google nicht sagen würde, wir müssen hier lang, würde ich langsam glauben, wir sind hier komplett falsch. Weil das ist einfach... Oh Gott, wo ist man hier gelandet? Der See muss sehr geil sein, hoffe ich, Co-Pilot, sonst drehe ich dir den Hals rum. Und es geht noch 8 Kilometer weiter. Scharf und kurv und steil. Mit ein bisschen Schotter on the road. Jetzt sind wir dann gleich bei 20% Steigung, glaube ich. Ich glaube, das Schalten in den zweiten Gang können wir uns gerade sparen. Junge, ist das geil. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber das ist einfach echt eine geile Strecke. Es geht krass weiter. Aber, wir versuchen es mal mit dem zweiten. Komm, Zottel.
An jedem Berg klebt noch irgendwo ein Dorf. Was machen die Leute hier? Das ist doch echt verwunderlich. Zur Abwechslung mal steil bergab auf Schotter. Und die Durchfahrten werden auch nicht unbedingt besser. Immerhin ist kaum Verkehr. Stell dir vor, dir kommt hier der fette Schulbus entgegen. Dann bin ich aber am Arsch. Dann geht's wieder bergauf. Und wir kommen nicht vom Fleck, sind immer noch 5 Kilometer. Und das wollen wir aufhören mit den Dörfern hier hinten. Jetzt fahren wir hier mal durchs übelste Bachbett. Stein, Kies, Fels und Müll. Und ich glaube, die Felder hier, die haben alle nur noch Gras drauf. Und dann kommen da die Schafe drauf, fressen das ab, kacken drauf. Und das ist dann der Dünger fürs nächste Jahr. Und während ich euch das erzähle, geht es hier schon wieder gleich fucking steil den Berg hoch. Auf immer mehr Schotter. Also langsam weiß ich jetzt nicht, ob man hier noch, ob das noch eine gute Idee ist, hier hochzufahren. Da steht irgendwas Weißes da vorne. Reifen greifen aber noch gut. Ist ein weißer Esel oder ein weißes Pferd? Oh Mann. Uns geht gerade so weiter. Wir verlassen das Dorf, quälen Zottel und uns weiter den Berg hoch. Und zwar in engen, schönen Serpentinen. Richtig steil. Und gucken mal, wie weit wir da noch kommen, weil... Oh, leck. Aber wir fahren noch. Ach Gott, ach Gott. Irgendwie geht es ja gar nicht weiter. Jetzt wird es aber schräg hier. Jetzt sind wir auf dem Parkplatz gelandet. Da steht einer mit dem Surfboard. Kommt mal da nicht hoch mit dem Auto zum See. Kopf! Also ich glaube, das ist der größte Griff ins Klo der ganzen Tour. Jetzt fahre ich hier, weiß nicht, 60 Kilometer hin und stehe vor dieser Strecke. Steil bergauf, das kannst du voll knicken. Ist auch nichts mehr mit Asphalt, da sind Berge und Steine und sonst nichts. Und ja, das war nichts. Sie haben die Straße bis hier oben gebaut und dann aufgehört. Oder das Ganze wurde mal verschüttet, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Aber das Ganze geht da noch irgendwie in Serpentinen jetzt übel den Berg hoch. Und irgendwo ist der See, ich muss mal auf Google Maps gucken, wie es da weitergeht. Und das SUV, was hier steht, hat eine neue Zürcher Zeitung auf dem Beifahrersitz. Also ich vermute mal, sind Schweizer, die Zeitung lesen. Und wir sind 3,4 Kilometer vom Ziel gestrandet. Wir sind hier übrigens knapp über 2000 Meter hoch. Nur mal so, ich laufe mal kurz ein Stück da hoch und guck, wie es da weitergeht. Nicht, dass ich je auf die Idee käme, hier hochfahren zu wollen. Aber wir haben ja noch ein allradgetriebenes Fahrzeug an Bord. Wir mal gucken, wie der Weg weitergeht. Vielleicht packt der Scooter das ja. Jo, also mit dem Scooter, Allradantrieb, wird das eine hopplige Angelegenheit. Aber zumindest, was man hier so sieht, heftig, aber machbar. Ich frage mich, wer den Schuttberg hingelegt hat. Ist der Wahnsinn. Ab hier wird es besser. Platt gefahren durch Autos. Und auch mit dem Scooter einfacher. Was hier fehlt, ist ein fetter Allradantrieb und eine fette Höherlegung. Dann könnte man es probieren, wenn man vorher mal zu Fuß hochgeht. Weil ich glaube, Wendemöglichkeiten wird es nicht viele geben. Also ein geiler MAN, Sprinter, Höher, Allrad, Sperren. Dann geht das, aber Zottel, vergiss es. Nächste Frage, wir haben 15 Uhr. Das Wetter ist nicht so berauschend. Sollen wir das heute noch machen mit dem Scooter oder lieber Pause machen, ausruhen und morgen da mit dem Scooter hoch versuchen? Ganz ehrlich, ich tendiere zu morgen und die Hoffnung auf sonnigeres Wetter für schönere Bilder. Und außerdem bin ich auch nach der Gurkerei jetzt ziemlich durch und erstmal was zu essen, ehe ich dann loskomme, dann wird es ja bald schon wieder dunkel und schneit. Jetzt muss ich mal die Madame fragen, die leider Französisch null spricht, ob ich da pennen kann. Vermutlich schon. 80 Dirham habe ich noch. Und vielleicht kommen ja auch die neue Zürcher Zeitung-Leser noch zurück. Vielleicht sind die ja heute oben und können wir noch ein bisschen sagen, wie es da oben dann weitergeht. Mehr Wissen ist immer besser als weniger Wissen. Zottel schließt auch schon mal Bekanntschaft mit Schaf und Schaf. Dann wollen wir den Co-Pilot rausholen und dazusetzen, wie sie reagieren. Ja, die sind echt lustig, die Viecher. Warum die Kinder wohl
zu dunkel sind und der Rest zu hell. Also, die Verständigung hier ist mittlere Katastrophe. Ich habe jetzt praktisch mal gefragt, was das Parken hier kostet. Aber so richtig weitergekommen sind wir nicht. Spannend. So, die Krise abgewendet. Es kam dann einer, der Englisch sprach. Dann ging es noch darum, ob ich hier jemand gefilmt habe. Habe ich natürlich, glaube ich, nicht. Außer mich. Und jetzt gucken wir uns noch kurz was an. Ja Leute, wo stehe ich denn jetzt? Um mich rum Mauern. Ich stehe mitten auf einer Baustelle. Denn da, wo ich jetzt hier gelandet bin und pennen werde, der junge Mann, den Namen weiß ich noch nicht, die bauen hier ein Jeet, also eine Übernachtungsmöglichkeit für Touristen. Simpel, aber praktisch. Hätten die Jungs mit dem schweren Stein zugange, den sie jetzt gerade freigelegt haben. Oh, c'est très grand, hein? Oh, oh. Vielleicht muss das Haus doch woanders gebaut werden. Das ist ja ein Mörderding. Das sind die Herausforderungen, wenn man auf dem Land baut. Ne? Hier wird mal kurz TNT und das Ding zerlegen und zersprengen. Und hier, wie bringst du jetzt den fetten Stein weg? Tja, die einfachere Arbeit ist das hier. Kabel binden. Draht irgendwie. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Fürs Betonieren dann. So, ich glaube, sie machen erstmal Pause. Alle am Hände waschen, so eine Wasserleitung ist praktisch, denn da hinten steht eine Tagine, habe ich gesehen. Gibt noch einen Happen Essen und einen Tee. Ein Kollege hat gerade die Tagine gehoben. Wow. So, da gucken wir. Die Jungs um die Tagine. Ja, ein schneller Tee zum Aufwärmen, das ist ja recht frisch. Und das sieht mal echt geil aus. Alter Verwalter. So, da hocken wir. Viele Jungs um eine Tagine. Bismillah. So, Palle, Bismillah. Bismillah. Das wird jetzt eine Herausforderung. Keine Stäbchen dabei, ich muss mit Brot essen. Und gerade habe ich schon fast mit links das Brot genommen. Das muss man immer mit rechts nehmen. Ne? Aber, ja, Bismillah. Ja, Difficil. Super lecker. Das erste Mal, dass ich auf einer Baustelle überhaupt esse. Und dann noch so eine leckere Tagine. Wahnsinn. Boah, geile Tagine. Richtig lecker. Und jetzt ist sie leer. Das letzte Fleisch macht hier die Runde. Es war vermutlich mal ein Schaf oder ein Lamm oder sowas. Willkommen in Marokko. Einfach geil. So, alle wieder bei der Arbeit. Die Jungs kämpfen immer noch mit dem Stein. Ich glaube, der liegt da morgen noch. Habe so ein Gefühl. Einer hebt sich jetzt gleich im Buch. Kann ich schon nicht mit angucken. Ich würde einfach tiefer einbuddeln. Hey, ja, es bewegt sich. Wenn man eine Tagine isst und Tee trinkt, gibt es Bärenkräfte bei den Jungs. Alter, der Jobber und Trümmer, der Kopf. Oh, meine Hilfe wollten sie lieber nicht in Anspruch nehmen. Und ich muss jetzt auch noch ein paar Dinge in Zottel machen. Sonst geht heute Abend kein Video live. Das wäre ja doof für euch. Seht ihr das auf der Scheibe? Das sind Regentropfen. Zum Glück bin ich nicht mehr hoch zum See. Da wäre ich womöglich im staubtrockenen Marokko noch nass geworden. So, jetzt sind wir in der Küche einer traditionsreichen Bauernfamilie, könnte man sagen. Das ist der Ofen. Oben drüber thront der Topf. Ganz oben drauf ist Couscous. Wow, Hammer. Und so wird angefeuert. Da sind wir. Der junge Koch kniet vorm Feuer. Das ist der Sohn des Hauses. Couscous ist schon auf dem Teller. Und jetzt quant mal ein bisschen. Ich bin heute scheinbar der einzige Gast, denn das Ganze ist für mich. Falls ihr auch Hunger habt, dann holt euch einen Löffel und esst mit echtes marokkanisches Couscous. Viel besser als meins. Tja, wer hätte das heute Morgen gedacht, dass ich hier irgendwo in Marokko in den Bergen noch ein leckeres Couscous krieg. Als ich hier auf dem Parkplatz gefahren bin, habe ich nur gedacht, oh verdammt, was ist denn jetzt passiert? Aber so läuft's halt.
Der Tag schreibt seine eigene Geschichte. Und das ist eine coole bisher. So Leute, das war richtig lecker. Falls mal hier seid, guckt ihr, dass da was kriegt. Super lecker. Ich habe gegessen und hier futtern gerade noch die anderen. Das verbleibende Unkraut des Sommers. Ja, ihr seht mich schon wieder durch die Gegend laufen hier. Wir gehen noch runter ins Dorf. Er hier möchte mir gerne noch was zeigen, irgendwas machen. Ich weiß nicht genau was. Oh, lassen wir uns mal überraschen, ne? Und habe ich schon gesagt, dass es regnet. Ja, es wird abenteuerlich. Auf steinigem Weg. Und Matsch geht's ins Dorf oder zu den Nachbarn. All good. Ah, tu habit. Okay, wow. Wir laufen hier echt durch das richtige Marokko. Genial. Ich habe ja lange keine Bäume mehr gesehen hier, ne? War ja lange in der Wüste. Aber das ist mal ein Baum. Junger Vater. Steht hier rum. Das gute Holz. Kurz noch aus dem Weg. Dann geht's runter in den Keller. Wenn das jetzt die letzten Aufnahmen sind, dann war's das. Licht gibt's. Es riecht schon nach Feuer und. Okay. Und dann geht's hier rein.